Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Blood Bowl 2. Heute gegen Multiplayer und ich habe mal ein neues Team erstellt. Und zwar ein Chaos-Team, mit dem ich sogar schon ein Match gemacht habe. Erstmal zum Testen, wie Multiplayer so läuft. Und dabei ist unser Minotaurus schon eine Stufe aufgestiegen. Wir haben dafür einen dicken Dude, der mitten in der Mitte steht und der hat Klauen sogar bekommen. Der hat hier Klauen als neue Mutation bekommen. Ich vermute mal, das ist das hier, was jetzt an seinem Arm ist. Weil der hat schon Knochenbrecher und ich will einfach mit dem Leute verprügeln. So, da sind wir. Wir haben ein Ork-Team wohl gegen uns. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil wir sind ein ziemlich raufbeuliges Team. Das fault der halt wirklich mit 5 Leuten? Das ist doch nicht halt fucking ernst, Mann. Du bist ein Arschkeks. Okay. Die Mannschaft ist halt durch. So, dann machen wir ein neues Team, würde ich sagen, ne? Die Orks haben uns gerade übel zerlegt. Ich glaube, ich würde eher die Echsenmenschen nochmal versuchen, tatsächlich. So, den hätte ich gern. Ich hätte mindestens gern 2 Wiederholungswürfel. Also ich muss 120.000 übrig lassen. Kleinwüchsig. Die haben halt nur Stärke 2, ne? Das ist halt super wenig. Die haben halt Stärke 4 dafür. So, eigentlich brauche ich mindestens 3 davon. Das würde bedeuten, ich müsste jetzt 4 davon noch kaufen. Das sind 240.000. Da habe ich noch 200.000 übrig. Sieht danach, was ich das machen muss. Wenn ich 3 Wiederholungswürfe haben will. Achso, und einen Apotheker. Ne, brauche ich ja gar noch. Ein Apotheker. 2 Wiederholungswürfe. Cheerleader. Kaufen wir noch ein paar Cheerleader. Und wäre das unser neues Team. Well, I'm always ready for a match. Registrieren, Open Ladder, registrieren. Bestätigen. Gegner suchen. So, wir sind wieder zurück. Die haben schon mal gespielt und wir spielen gegen Halblinge, wenn ich mich gerade nicht irre. Das ist natürlich ein ganz nettes erstes Match. Weil die normalerweise nicht so wahnsinnig stark sind. Nee, wir spielen nicht gegen Halblinge, wir spielen gegen... Was ist das? Goblins? Mit irgendwas dazu? May Nuffle bless your blocking dice. So, los geht's. Wie viel Stärke haben die? 5! Und die haben Stärke 1. Aber ich will dich dort gar nicht sehen. So, so, und du bist unser Backup. Blocker. 5 Leute mit Stärke 5? Warum sind die Ogre so billig? Oder die Viecher sind einfach super billig. Ich pack die alle zusammen. What the fuck? Was ist das für eine Taktik? Den Verdacht, die sind super schnell, die kleinen Viecher. Ich darf meine Verteidigungsformation umstellen. Ich könnte das hier hinstellen. Und das hier hin. Dann muss mein Saurus die Mitte aufräumen. So. Sind die eigentlich super schnell? Bewegungsreichweite? Wie hoch sind die? 5. Wie hoch sind meine? 8. Bewegungsreichweite. So schnell sind die gar nicht. Irgendein Bonus? Winzig. Lebensmüde. Gewandt. Kleinwüchsig. Außerdem, die haben halt einen super speziellen Spielstil. Die müssen damit prügeln und dann kommt der Rest im Rückenwind. Genau. Ha, noch ein Dummkopf. Und der Reroll hat er nicht gemacht. Okay. Das heißt, theoretisch könnte ich hier einen Assist machen, und, weil der keinen Tickerzone hat, weil er Dummkopf ist. Hätte ich hier sogar einen Bonus. Wie viel Rüstung haben die? 9. Das ist halt in vielen Fällen wahrscheinlich nicht wert. Gegen dich habe ich sogar 3 Würfel. Komm schon. Oh. Ich darf auch so irgendwo hin. Das ist ja mega kacke. Dann kann ich hier den Assist noch... Moment mal, das war der falsche. Ich glaube, so kriege ich keinen Assist, oder? Ja, genau. Ich muss ihn hier hinstellen, damit ich einen Assist kriege.
Is the assist gonna be enough to come out on top? So. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier noch weiter vor will mit meinen Leuten. Das Gefühl, es könnte böse enden. Ich lass dich mal lieber hin. Diesmal mit Absicht. Diesmal muss ich mit Absicht hinten stehen. Okay, der taggt mich hier, damit ich nicht weiter laufen kann mit dem Dicken. Oder blitzt mein Klein. Ach, das Ausweichen ist zum Glück. Hilft mir, dass das nicht zählt. Ihr dürft aber schlechtes Passspiel hinkriegen. Kriegt sogar einen umgeschmissen hier. So, ich kann mit dem nächsten Runde nicht angreifen, außer benutzt einen Blitz. Und das will ich wahrscheinlich nicht. Wir können jetzt zu ihm gehen und sie. Oder der könnte zu irgendeinem Ogre gehen und sie werfen lassen. Das ist tatsächlich eine Taktik, die wahrscheinlich benutzen. Um den Ball extrem weit. Oder einfach nur daneben stellen. Den Ball extrem weit zu spielen. Wurf. Ja. Mit dem kann ich halt nicht sinnvoll, weil der von dem gehalten wird. Oh. LOL. Weil der daneben steht. Aber schlau gemacht, mich da zu binden. Und jetzt muss ich mit dir hier hin tackeln. Ich hoffe, das klappt. Jawohl, kleinwüchsig. Within grasping range of the fools. And they're looking hungry. Wir wollen aber auf jeden Fall folgen. Problem ist, wenn die halt hinterherziehen. Wenn die sich daneben stellen. What? Yo! Er ist durch drei Tackles uns gerannt. Ich wollte gerade sagen, irgendeiner muss mal hinfallen. Er hat auch. Hat er schon rerollt? Nee, ne? Und dann sogar noch verletzt hier. Ist natürlich bitter dann für ihn. Das bedeutet, ich kann ihn aber jetzt direkt angreifen. Und dann greifen wir ihn an. Ja, ausweichend gewandt. Das ist so wieder hier hingehen oder dahin. Also andere Quatsch. Kein gutes Ausweichen hier. Oh, aber du hast hier nichts getan. Das ist, die sind halt echt gewandt und Ausweichen und alles. Es ist, vielleicht können wir später noch was rausholen. So, hier müssen wir jetzt mal ein bisschen decken. Hier geben wir dir mal einen Assist, damit du nicht einfach so umgenockt werden kannst. Du haust den mal um. Ja, da gehen wir jetzt auf den Keks. Ist halt egal, was ich davon nehme. Du kriegst die halt nicht gegriffen, die Viecher. So, hab ich jetzt noch irgendwann vergessen? Nee, hab ich nicht. Super. Okay. Ich muss halt den blöden Balltypen mal zu fassen kriegen, weil der ist immer schnell weg. Und wenn man ihn angreift, muss man halt hoffen, dass man diesen einen wirklich Knockout-Roll kriegt. Du hast ein 1 von 6 halt. Vielleicht mit 2 Würfen habe ich dann immer noch nur eine Drittel Chance, dass ich ihn erwische. Ja, mit Greenwood, dann schafft es wahrscheinlich. Ist so krass. Nope. Sehr schön. Direkt wieder den Turnover. Jetzt habe ich auch den Ball. Liegt einfach da drum. Nicht mal in der Tackle Zone. Das ist natürlich nett. Doch, der liegt in der Tackle Zone, aber die kann ich mir kurz aufheben. Ach, fuck, kann ich nicht. Wenn du so ein Team spielst, das finde ich gut. Das finde ich gut. Verprügeln wir dich noch, damit wir die Tackle Zone weg haben. Oh, jetzt habe ich alle drei gekriegt, natürlich. Kann mir halt nicht aussuchen. Du musst aussuchen. Oh, diesmal da auch hier bleiben. Hat er ausgewählt. Okay, online tritt das wohl häufiger ein, dass jemand stirbt. Und er hatte keinen Apotheker. Er ist einfach dead. Komm schon. Nächstes Prozent fangen. Jawohl und tschüss. So schnell geht das nicht bei den nächsten Menschen mit dem Tor.
geht super schnell. Super schnell. Jetzt einer tot und einer verletzt. Keine große Lust, dass ich dort verprügelt werde komplett. Sonst kann die Aufstellung meiner Meinung nach so bleiben. Dass ich nicht in der Attacker-Zone befinde, kann sich auf das Feld bewegen, auf dem der Ball landet. Oh, der kann den Ball fangen. Oh, das ist aber weit vorne hingefallen. Uiuiui. Weil die müssen sich dann bewegen erstmal. Oh, die, oh, oh nee, nicht meine kleinen Blitzen. Okay, so geht's. Ich geh mir mal weg. Oh, das ist eine Mauer aus dem Dicken so drauf. Da komme ich halt nie und nimmer durch. Ich muss halt komplett außen rumlaufen jetzt. Jeder von uns ist noch ein Wiederholungswurf. Ball aufheben und dorthin. Wenn der Ball jetzt ins Aus fliegt, wäre natürlich mega nice für mich. Wenn ich mir hier einen Assist hole. Das ist ein schwieriges Ding, ne? Ein Assist. Dann blitze ich den. Jawohl, man kriegt sogar einen guten Wurf. Die sprinten so super weit, die kleinen Viecher. So mobil. Ich habe echt nur mit einem überhaupt eine Chance. Das ist, glaube ich, nicht das Schlimme. Oh doch, der ist der schlimme Knockout in dem Fall. Au. Knochenbrecher ist halt immer heftig. Das ist halt, die beiden hier am Rand sind echt schwierig. Schwierig, schwierig. Noch ein bisschen so, damit man ein bisschen besseren Überblick hat, was da passiert gerade, wer wohin rennt. Die sind echt so flink im Ausweichen, das ist krass. That's gutsy and brilliant. Taking the ball from right under the opposing krass. Team's nose. Das ist wirklich gutsy and brilliant. They're going for the ball. Can the player force possession away from the ball? Komm! They're attacking the ball, carrier ball. Jawohl. I'm watching the same match as you. Kann ich nicht rausschieben? Diesmal bleibe ich auch, weil ich will doch nicht hin. K.O. Sehr schön. Patsch. Sehr schön. Wo fliegt denn der Ball hin? Sache, die ich nicht machen will. Aber mit dir kann ich es machen. Ja, schade. Schade, Schokolade. Oh, den habe ich hier gar nicht aufstehen lassen. Das habe ich nicht gesehen. Ah, ne, der war eh K.O. Okay. Da ist Dummkopf getriggert und den hat er triggern lassen. Oh, der hat sogar einen Wiederholungswurf gemacht und hat es nicht geschafft. Das ist bitter. Und damit ist der auch noch K.O., weil er nicht mehr Wiederholungswurf werfen kann. Dass er die Timer mal auslaufen lässt. Lol, der Kleine! Der da hat ihn gerade ausgenockt. Der! Den Ball kannst du selber aufheben. Wir hoffen, es ist hier. Jetzt hat er es geschafft. Sprint! Ich habe noch eine Runde Zeit. Alles klar. Sehr schön. Wieso hat er zum Ball gehen gewürfelt? Two big goons that get together and fall. Oh, liegen lassen, wenn er das überlebt. Ja, dann lass ihn nicht so runter liegen. Dann kann man den nämlich nicht rausgehen. Kann dann zwar gefoult werden. Was macht der? Nice. Yo. Ausweichen fehlgeschlagen? Und davon nochmal. Achso, der hat einen Re- Ernsthaft? Ihr seid alles Spasten. Ihr kriegt nicht mal Punkte dafür. Ihr kriegt nicht mehr Punkte dafür, du bist einfach nur ein Arsch. Fürs Foulen gibt es keine Erfahrungspunkte. Das ist einfach nur, du hast den Gegner abgefuckt. Das ist alles, was du damit gemacht hast. Das ärgert mich halt. Weil wie gesagt, das bringt halt nichts. Außer, dass du den Gegner die Mannschaft versaust. Wenn du ihm wirklich einen langfristigen Sache zufügst. Okay, ja, bei ihm ist auch schon einer gestorben, einer verletzt. Aber das war halt aus dem Spiel heraus. Ich habe nicht gefoult dafür, ja. Einer von meinen Runnern ist jetzt verletzt.
Was ist das für eine Aufstellung? The fuck? Hoffen wir mal, dass es eine gute Aufstellung ist. Zusätzlich Wiederholungswurf, das finde ich gut in der Halbzeit. Das finde ich gut. Moment mal, das ist doch eh noch der einen Wurf. Ach nee, das war Ende der Halbzeit. Ich sehe, ob das funktioniert. Haben wir sogar geschafft. Ich würde das gerne in Cage of Bone, das Problem ist, dann habe ich hier, können sie einfach reinlaufen. Ich mache es, glaube ich, trotzdem. Und nehme dich dann. Und Blitz so rum, damit ich hier ein bisschen mehr Tackle Zone habe. Okay, das ist echt bitter von ihm, für ihn gerade. That player is deceased, departed, expired, terminated, no longer. Das ist absolut, absolut irre für ihn gerade. Wobei die Dinger können halt super billig sein, dann ist es Wurst. Der hat's. Okay, er blitzt einen von meinen Kleinen. War irgendwie zu erwarten. Double Knockdown oder wegschieben? Was nimmst du? Double Knockdown. Damit habe ich einen Turnover. Und nicht mehr was passiert mit dem. Finde ich okay. Dich hätte ich gern, dass du dich nicht bewegst. Es gab wieder keine Anzeige dafür. Für das zum Ball gehen. Ich kann ja blitzen, ne? Wenn ich schon dabei bin. Mehr Punkte für mich. Der wird aber auch. Die werden aber auch dezimiert hier, meine Güte. Kitchen statt Hungerfleisch. Oh, der Blitz hat wirklich meinen Kleinen. Keine langfristigen Auswirkungen, finde ich okay. Boom! Kein Rüstungswurf. Aber damit bist du kein Dummkopf mehr. Das war eigentlich das, was ich wollte. Dahin, wenn ich mit beiden assiste, müsste ich, glaube ich, sogar ganz normal zwei Würfel haben. This player likes to be well assisted in a fight. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Nee. Puh, das ist aber ein Spiel der Verletzten und Tote, ey. Zwei Tote, zwei Verletzte. Bei mir auch nochmal zwei Verletzte. Eieieiei. Steht bald nur die Hälfte auf dem Spiel. The player's fist is approximately the same size as his entire opponent. Der macht aber jetzt einen Turnover nach dem anderen. Der ist wohl ein bisschen frustriert, glaube ich. Der ist ein bisschen frustriert. Wir blitzen mal mit unserem Krogasaurus. Sehr schön. Viel hübscher. Alter Schwede, verpasst das nächste Match. Holy shit. Ich glaube, ich scroll einen Touchdown. Eventuell schaffe ich ja noch einen. Mal sehen. Alter, das liegt alles voll dort. Aber jetzt ist ja sein K.O.-Typ hat es wiederholt. Na gut, ich habe auch zwei Verletzte, aber. Uiuiuiui. So. Dann. Steht halt wirklich super wenig nur noch auf dem Feld. Das sind nur 8 Spieler bei denen. Kostenlosen Bonuszug. Doch Spieler einer Gegnerstärkung können keine Aktion durchführen. Das ist interessant. Da bin ich nämlich schon direkt am Ball. Komm schon. Nee.
something's happening. Let's take a quick look at that plane. Okay. Yes, the unmistakable size. Ist einfach direkt K.O. Rolling up into his head. Einfach instant K.O. Meine Kleinen sind halt nur kleinwüchsig, deine sind halt winzig. Ne? Wenn man hier mal die Größe vergleicht, die ist nochmal halb so groß. So, wo gehst du hin? Das sind zwei am Ball. Schon wieder durch. Durch die Rüstung. Schon wieder durch die Rüstung. Das wird mit Sicherheit geblitzt. Ja, da ist der Blitz. That's quite a mismatch, Bob. I know. That weedy fella's gonna get splatted. Au, au, auf den Kleinen. Keine schlimme Verletzung, bitte. Keine langfristigen Auswirkungen. Sehr schön. Ich verprügel dich einfach noch ein bisschen. Und wieder durch die Rüstung. Die haben halt kaum Rüstung. Das ist schon krass. Zum Glück haben die neuen Rüstungen. Da sollten die eigentlich theoretisch einiges aushalten. Machen sie wohl nicht. Der Knochenbrecher. Okay, ist nur gelähmt. So, ich bin dran, ja. Auf geht's. Wir blitzen dich jetzt um. In der Hoffnung, dass wir das noch schaffen. Ach komm. Jetzt aber. Da gab es nicht mal eine Sequenz. Und dich müssen wir noch rauskriegen. Jawohl. LOL. Das ist aber. Das ist Bullshit. Ich musste nicht mehr aufheben. Das ist einfach fucking hilarious. Das ist alles voll! Alles voll! Die Leute bleiben eben auch K.O. Okay, drei Verletzte. Meine bleibt auch K.O. Ich bin nur eine Person im Vorteil, ne? Plopp! Kann ein benachbartes Feld ziehen. Das ist ein kostenloser Zug. Und dann kann ich ihn sogar versuchen zu fangen direkt, ohne dass er einen Turnover dadurch kriegt. Er hat noch zwei kleine, sonst nur noch vier große, ne? Das mag ich gar nicht. Au. Aber zum Glück nichts Schlimmes passiert. Halt Block. Den hat er. Das war jetzt der letzte Reroll für ihn. Das war jetzt der letzte Reroll. Er wird nämlich nochmal Knockdown. Au. Noch ein K.O. Noch ein Saurus K.O. Das ist super shit. Dann muss ich mir doch den Assist hier holen. Gegen den. Und hoffen, dass ich einen guten Knockdown krieg. Jawohl. Ein Doppel-Knockdown-Wurf. Folgen. Was? Abspielen? Ah ne, werfen! Das Werfen! LOL! Mein Kruxor hat das Ding noch gefangen am Ende. Ja gut. Ne? Das haben wir haushoch gewonnen. Haben sogar noch ordentlich Geld für bekommen. 70k ist ziemlich anständig. 43% Ballbesitz. 37% gegnerische Hälfte. 32 Tackles. 3 K.O.s. 2 getötete Gegner. Das ist halt so übel. Und 106 Raumgewinn durch Laufspiel. Das ist halt Laufspiel so stark bei denen. Und ich habe sogar ein Level Up. Einer meiner Skinks hat ein Level Up. Das ist cool. Dann kann man den, glaube ich, noch ein bisschen besser ausweichen lassen. Gewand könnte ich ihm noch geben. Damit wird er noch ein bisschen schwerer zu fassen. War doch eine gute Runde, würde ich sagen.
In dem Moment, wo Skinks Leute aus dem Spiel befördern, weißt du, dass du ein sehr schwaches Gegnerteam hast. Ah, ich brauche noch 10.000 mehr für einen weiteren Saurus, der ist nämlich super stark. Die könnte ich tatsächlich sogar benennen, wenn ich will. Und hier auch ein bisschen customisieren, ein bisschen auswählen, wie die geschmückt sind. Falls jemand als Saurus bei mir mitspielen möchte oder auch als Skink oder ähnliches, sagt doch Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich über jeden Like freuen. Mein YouTube-Kanal hat ja anscheinend gerade wieder einen neuen Subscriber bekommen. Also, Dankeschön und bis bald.